geht schon los. Meine Freunde, die kleinen Teaser zu Squadbusters gingen auch die letzten Tage weiter und wir schauen heute ein letztes Mal gemeinsam drauf, was für Hinweise sich denn in diesen Teasern versteckt haben. Und morgen gibt's dann hoffentlich den großen Knall in Form eines fetten Announcements. Unser erster Teaser heute ist der Song aus meinem Intro von der K-Pop-Band Squad Up. Meiner Meinung nach definitiv der beste Teaser der Woche. Unfassbar geil gemacht, da steckt so viel Liebe drin. Ihr hört den Song ja auch gerade im Hintergrund, aber wo könnte denn da der Hinweis fürs Game sein? Ganz einfach im Songcover. Dieser zeigt uns neue Designs von Max, B, der Queen und dem Schicken. Dabei ist die Besonderheit beim Schicken noch so ein Federkostüm, was eventuell auf einen neuen Skin hinweist. Da es das Schicken ist, könnte ich mir vorstellen, dass das möglicherweise der Gratis-Skin ist, den du bekommst, wenn du deine Supercell-ID mit Squadbusters verbindest. Das haben wir ja oft in den Games, dass du irgendwas gratis bekommst, was mit dem Schicken zu tun hat. Das hatten wir zum Beispiel auch in Clash Mini, da gab es nämlich den Barbaren-Schicken-Skin, wenn du Clash Mini mit deiner Supercell-ID verbunden hast. Am selben Tag wie den K-Pop-Teaser postete Squadbusters noch etwas und das war anscheinend nicht so geplant. Sie schrieben nämlich auf allen Socials, dass es eine Menge Beschwerden über die kleinen Teaser gab und die Leute sich beruhigen sollen, da in Kürze neuere Infos folgen. Da muss ich von meiner Seite aus so sagen, dass ich es extrem schade finde, dass sich Leute beschwert haben. Digga, warum denn? In diesen Teasern steckt so heftig viel Liebe drin, die sind so aufwendig gemacht. Ich finde die einfach geil, es macht mega Spaß mit euch zusammen Hinweise zu suchen, die Bilder auseinanderzunehmen, zu analysieren. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Also vielleicht sehe ich es auch alleine so. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aber ich finde die Teaser einfach geil. Digga, mit so viel Liebe einfach so ein Spiel zu announcen, nach und nach, Step by Step, ist doch einfach eine coole Sache. Ich meine, es gab 11 Monate nicht ein Wörtchen von Squadbusters. Da ist es doch jetzt umso geiler, dass sie einfach am 1. April mit einem Joke angefangen haben und dann nach und nach, Step by Step, so kleine Sachen raushauen. Digga, meiner Meinung nach 10 von 10 kann ich nicht verstehen, warum die Leute sich beschweren. Jetzt aber mal zum letzten, aber auch interessantesten Post der Woche. Dieser wurde nicht auf den Squadbusters-Channels, sondern auf den Socials von der Community-Managerin Paula gepostet. Sie schrieb, dass sie ihr eigenes Restaurant eröffnet hat und wir uns den 8. April um 14 Uhr unserer Zeit merken sollen. Und Digga, das ist einfach schon morgen. Morgen um 14 Uhr kommt was. Und ich denke nicht, dass es ein weiterer kleiner Teaser sein wird. Das würde keinen Sinn machen, allein schon, weil sie halt diesen Post rausgehauen haben, dass es viel zu viele Beschwerden gab. Sie werden morgen das fette Announcement bringen. Ich bin mir fast sicher, irgendwas Dickes wird morgen kommen. Ein richtig dicker Knall kommt. Ich habe so heftig Bock. Zu diesem Post gab es natürlich auch wieder ein Bild. Da sieht man Paula im Supercell KFC als Verkäuferin. Ist schon ein bisschen brutal dem Schicken gegenüber, aber trotzdem geiler Post und ich glaube da schon wieder einen Hinweis entdeckt zu haben. Zoomt man nämlich auf die Tafel im Hintergrund, sieht man 4 verschiedene Menüs für unterschiedliche Gem-Kosten. Vom Baby-Menü hin zum Mega-Menü. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit den Bastern zu tun hat. Wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, am letzten Playtest, da sammelt man ja in-game diese Gems ein und immer wenn man 3 Buster vom gleichen Charakter hat, dann fusionieren die sich zu einer Supertruppe bzw. Fusion-Truppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht jetzt noch verschiedene Entwicklungsstufen gibt, die man vielleicht mit den Gems bezahlen kann. Das wäre jetzt so meine Theorie. Vielleicht hat es ja auch irgendwas mit dem Shop zu tun, keine Ahnung, aber irgendwas wird das definitiv mit dem Spiel zu tun haben. Und das, meine Freunde, war es dann wohl auch schon mit unserer kleinen Teaser-Reihe. Lasst mir gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Morgen sehen wir uns dann direkt wieder um 14 Uhr mit dem Announcement. Ich hoffe, es wird richtig, richtig big und nicht wieder nur was Kleines. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.